Als erstes solltet ihr die Mod, dass ihr alle 25 Felder freischalten könnt, vom Steam Workshop runterladen und installieren, aktivieren, dass ihr auch schön viel Spielraum habt, dass ihr die ganze Karte benutzen könnt. Tipp 1 von mir, Mod für alle Felder runterladen. Der zweite Tipp, wenn ihr Abwasser bauen wollt, immer am Ende der Karte bauen, flussabwärts. Das heißt, dass der Dreck aus der Karte rausfließt und auf keinen Fall in euer Frischwasser reinläuft. Und wie wir hier sehen, das Wasser komplett auf der anderen Seite der Karte ist am besten, damit es absolut keine Probleme gibt mit dem Wasser und mit der Verschmutzung und dass die Leute nicht krank werden. Der dritte Tipp ist, Kreisel sind immer besser als Kreuzungen. Ihr solltet versuchen, so oft wie es geht, Kreisel zu bauen, den großen Kreisel, den es im Spiel schon gibt, weil der hilft euch sehr extrem, wenn es um Verkehrsprobleme geht, und ich würde es jedem empfehlen. Kreisel kann man auch natürlich selber bauen, man muss nicht den vorgefertigten nehmen, einfach eine Einbahnstraße packen, einen Kreis ziehen und schon hat man eigentlich einen Kreisel gebaut. Der vierte Tipp ist, guckt Straßen und Kreuzungen ganz genau an, seht hin, wie der Verkehr fließt, wo die Probleme sind, wo der Stau entsteht und passt es gegebenenfalls an. Und ihr seht, es flutscht alles wunderbar, nur weil ich die kleine Straße da am Ecken entfernt habe. Um unnötige Kreuzungen zu verhindern, solltet ihr versuchen, so viele Brücken wie möglich zu bauen. Ihr könnt auch mehrere Brücken übereinander bauen, alles kein Problem. Jedenfalls versucht, die Kreuzungen zu verhindern und clevere Brücken über andere Straßen zu bauen.